Alden, wenn man noch die Chance hat, soll man sie doch auch nutzen. Also immer wieder ran an den Spot und immer wieder ver... Alter Faller, heute ist einfach wieder der wildeste Tag. Was heute wieder abgeht. Unnormal. Immer wieder versuchen, wollte ich sagen, wenn denn doch der Don irgendwo gefangen wird. Und wenn man denn irgendwo den Don fangen könnte, dann Attacke Vollgas und immer wieder und immer wieder und immer wieder versuchen auf den feisten Don, damit der Lümmel irgendwann auch mal reinballert. Wäre doch mal nicht so schlecht. Alter, unnormal. Und es bimmelt auch direkt wieder los. So mog wieder. Ja, also Windenbach, Don, Nasen ballern allerdings hier auch rein. Und was ballert noch rein? Es ballern die ganzen Muscheln auch wieder rein. Ich stehe jetzt hier schon ein paar Minuten. Übrigens die zweite Gründlingstrophy. Gründling geht immer. Also wenn man mal ein paar Trophys kloppen will, easy. Dann vor 9 Minuten, wer kennt ihn nicht, den schönen Mittags-Don. Feister Don, auch nicht so schlecht. Mit, was hat er gehabt? 168 Gramm. 168 Gramm kann man machen. Vorher war schon ein kleiner. Das war in den frühen Morgenstunden, beziehungsweise es war so um 3 Uhr in der Nacht, war ich dann erst hier an dem Spot. Und was ballert auch rein? Muschel, Muschel, Muschel. Das war direkt das allererste und ich habe gedacht, Alter, geht direkt gut los. Habe ich schon mal direkt die nächsten Goldköder. Dann kommen schon direkt hier die nächsten Muscheln auch wieder. Und auch ein paar schön große Zobel sind dabei. Auch nicht so verkehrt. Fast 500 Gramm Zobel schmeckt. Kann man auch gut machen. Also, alles in allem bisher an dieser Stelle hier wieder sensationell. Jetzt kommt natürlich wieder die Frage Nummer 1. Clip? Nö. Kein Clip. Keine Ahnung. Ich baller das einfach da vorne so hin. Und zwar habe ich so als Ziel Ette hier. Da die Kugel oder hier den Busch da in die Spiegelung, den Baum oder hier. Das ist ungefähr diese Linie. Fertig. Kein Clip. Also einfach rein mit den Routen. Und wenn das mal einen Meter weiter vor oder zurück ist, shittigall, Alter. Habe ich bisher noch keinen Unterschied gemerkt. Ballern die Brocken einfach rein. Ja, Frequenz sensationell. Ich bin jetzt hier knapp 30 Minuten und habe 40 kleine Dinger im Kescher. Gar nicht schlecht. Ich bin übelst gespannt, wie da am Ende dann gleich der Kescher aussieht. Das bringt doch bestimmt auch nochmal wieder was. Gar nicht so verkehrt. Ja, Setup ist unterschiedlich aufgebaut. Ich habe hier etwas unterschiedliche Haken in Verwendung. Jetzt gerade nochmal gucken, was da reinballert. Ich habe überall den Mistwurm drauf. Man könnte natürlich auch nochmal einfach mit dem Regenwurm hier testen, ne? Gerade wenn man so im Anfängerbereich unterwegs ist, einfach auch mal den Regenwurm reinschmeißen. Bester Köder auch hier am Windenbach. Regenwurm geht immer. Auch nicht schlecht, ey. 800 Gramm Trophy, 500 Gramm große Nase. Nehmen wir gerne mit, die Nasen. So, und wieder raus damit. Zack, easy. So. Und ran mit dem Brocken. Ja, gucken wir mal eben rein ins Setup. Guck mal, der ging jetzt ein bisschen weiter raus. Passt schon. Also, auf dem Setup alles relativ groß. Ich bin hier relativ grobmotorisch unterwegs, weil es dem Don egal ist, offensichtlich. Und da ich ja auf Don aus bin, ne, einfach hier wieder geflochtenes Vorfachsmaterial, 6,8 Kilo. Und ja gut, die Hauptschnur ist jetzt eh nicht weiter relevant. 18er Haken, Mistwurm. Was ich noch gemacht habe, das hatte ich in den ersten Stunden nicht. Da hatte ich noch ein anderes Blei. Ich habe jetzt hier das sandfarbene Blei verwendet. Wir haben ja sandfarbenen Untergrund hier in dem Bereich. Vorher hatte ich das steinfarbene Blei. Bei den ganzen Bleien ist es ja so, die gibt es halt in den unterschiedlichsten Farbtönen. Auch da wieder, wenn ihr im Anfängerbereich unterwegs seid, reichen diese Original-Standard-Dinger völlig aus. Macht euch da keinen Kopf.
Das macht anfangs eh nicht den Riesenunterschied. Aber irgendwann, wenn man dann so hardcore reingeht und auch noch das letzte Fitzelchen an Chance rausholen will, dann sollte man vielleicht doch ein bisschen noch auf die Bleifarben und die Untergründe achten und sowas alles. So, zack, wieder kleine Zobel. Ja, die wollen wir jetzt nicht, diese Lütten-Dinger. Und auch hier geht es wieder los. Ja, wie gesagt, also bisher, ich bin absolut zufrieden. Bin auch gespannt hier gerade auf so kleine Güster und so, was da die Kaffeeaufträge dann wieder sagen. Vielleicht geht da ja auch noch was. Achso, von der Position her, wer es noch nicht gesehen hat, wir sind da vorne ist ja die Mündung, da geht es rein in den Seitenarm. Und wir stehen quasi hier, ne, hinter dem 3,5 Meter Loch an der Seite. Es gab auch schon vor nicht allzu langer Zeit hier mal die Chance, das ist ja fast die gleiche Stelle auf dem Don. Und dann gab es auch immer mal wieder hier, beziehungsweise von hier aus nach da so rüber. Auch das ist immer wieder eine ganz klassische Stelle hier, die man echt nicht vergessen sollte. Lohnt sich immer mal wieder auch testen. Aber eben auch hier ein bisschen weiter vor diesem grünen Geschlonze hier, ist das doch top. So, und wieder da drauf auf die Kirchturmspitze. Und da zieht noch einer ab. Ja, jetzt am Tag kaum Muscheln. Auf diesen Köder hier zumindest. Wenn man gezielt auf Muscheln aus ist, kann ich mir vorstellen, dass man da auch ruhig mit der Köcherfliegenlarve nochmal rangehen kann. Oder wenn man hat, vielleicht sogar mit Alge und sowas. Das funktioniert ja auch immer wieder. Apropos, direkt mal wieder ein bisschen schaufeln hier. So. Jawohl, haben wir wieder ein paar neue Würmer. Und direkt nochmal ein bisschen was trinken, um die Energie hoch zu pushen. Ja. Ich würde sagen, wir machen hier jetzt mal einen ganz kurzen Break und dann warten wir mal ab, bis es dunkel ist. Ja, mittlerweile hat Regen eingesetzt und es ist endlich dunkel. Jawohl, und es geht auch langsam los hier, so soll das sein. Es sind, ja, noch so ein paar ganz gute Brocken reingegangen, zumindest gewichtsmäßig. Noch nicht wieder der Zielfisch, aber es fängt ja auch jetzt gerade erst... Es fängt ja auch jetzt gerade erst an, dass es dunkel wird. 134. 134 schmeckt schon. Das ist doch schon mal nicht so verkehrt wieder. Der nächste Kandidat hier. Also, ich habe immer noch Hoffnung, dass er irgendwann eines Tages hier reinrasselt, der Lümmel. Und deswegen immer wieder hinstellen und immer wieder testen. Und wir gucken weiter. So, jawohl, die Stunde ist rum und da geht auch noch was rein. Eine Stunde jetzt hier am Spot. Genau, 3 Uhr, 4 Uhr war ich beim ersten Mal hier im ersten Morgen sozusagen. Jetzt haben wir den nächsten Morgen, reicht. Und was sagt der Kescher? Wir schauen natürlich gleich nochmal rein, was das kohlemäßig gebracht hat. Wir haben Dons. Es ist gerade sogar noch einen Don reingegangen mit 101 Gramm. Sensationell. Und in Gänze haben wir hier immerhin in dieser einen Stunde 4 Dons. 3 mit über 100 Gramm. Schmeckt schon mal. Gar nicht so verkehrt. Ich lasse die Ruten drin. Der eine Don ist am Mittag reingerasselt. Das heißt, wir haben ja durchaus noch die Chance, dass was reingeht. Ja, ich renne aber mal eben kurz zurück und wir gucken gerade mal in den Kescher rein, beziehungsweise was das Ganze gebracht hat. Was an der Stelle auffällig war, es sind einige Quappen auch an der Stelle. Heißt also, wenn ihr Zuppler habt, die richtig extrem sind und es zuppelt hin und her und zuppelt und also richtig harte Zuppelschläge, ist es halt häufig die Quappe. Es sind ein paar kleine reingegangen, die jetzt nicht wirklich viel bringen, aber eben auch, also es könnten eben auch ein paar dickere reingehen, von daher vielleicht nicht ganz so fein oder so zart daran gehen. Nicht, dass euch da irgendwie was abreißt. Steinschild und Co. war da, Nasen waren da, alles im Großen und Ganzen nicht verkehrt. Ja, und ein paar schöne Güster auch. Und wir gucken mal, was wir abgeben können. 5 Stück. Nope. Ja, Gründlingstrophies. Lübt. Gar nicht schlecht. Nasen. Leider nicht groß genug.
Und der Don genau hier 100 Gramm für 76 Silber, Alter. 76 Silber, da kannst du ja schon bald das nächste Setup kaufen im Anfängerbereich. Perfekt. Ein Fisch verkauft. Und dann haben wir da schon mal die 76 Silber. Und dann haben wir hier in Gänze in einer Stunde nochmal 100 Silber. Alter Falter, das schmeckt natürlich. 170, da sind wir also bei 240, über 240 Silber in einer Stunde angeln. Das ist krass. Das ist richtig krass. Das lohnt sich. Natürlich ballern die nicht jede Nacht rein. Natürlich ballern auch die nicht jede Nacht rein. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir die jetzt vielleicht einfach mal rausnehmen hier, die beiden, sind wir immerhin noch bei 70 Silber für eine Nacht. Und auch das ist gar nicht verkehrt fürs Kleinfischangeln. So, ich verhackstück natürlich noch die ganzen Muscheln. Darauf habe ich es ja immer abgesehen. Und nebenbei natürlich noch die Chance auf den Don. Wenn dir das Ganze gefallen hat, Daumen da lassen fürs Video, Kanal abonnieren nicht vergessen, hilft mir mega. Danke dir. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr. Petri.